So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Monster Mod Germany mit einem extremen Fall. Aber wir reden gleich nach dem Intro. Ja, wir reden jetzt über das Thema Lichtmaschine. Und ich habe heute meine Lichtmaschine gewechselt, weil ja der Roller nicht geladen hat. Ich werde jetzt ein bisschen ganz dezent, nicht schnell mal rumfahren, um gucken, ob das auch der Fahrer rein. Denn ich muss noch das Standgas muss ich noch kurz einstellen. Und dann erzähle ich euch mal, was passiert ist. Und zwar, ich war heute beim Polo Motorrad, habe mir einen Polradabzieher gekauft. Den werde ich euch unten in der Videobeschreibung natürlich verlinken. Und dann habe ich, es hätte alles super geklappt, sage ich euch gleich. Und zwar war es nämlich so, ich hätte meinen Auspuff gar nicht runterbauen brauchen, wenn eine Schraube nicht mit Gewalt fest war. Und dann habe ich meinen Auspuff runtergemacht, wie es halt so üblich ist, habe dann dementsprechend das Polrad runtergenommen. Wie gesagt, dazu habe ich kein Video gemacht, aber nachdem ich das Polrad runter hatte, übrigens, ich werde es gleich hier vorne anhalten kurz und werde euch, ich muss das Standgas einstellen, da eignet sich das mal ganz kurz ideal. Machen wir wieder hier. Zack. Also, Batterie lädt wieder. Das Problem mit der Batterie auf jeden Fall behoben. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem eigentlichen Warum. Es war nicht, wie erwartet, der Regler, der seitlich sitzt, sondern es war die Lichtmaschine. Aber die meisten meinen jetzt, irgendein Kabelbruch oder sonst irgendwas. Nein, es war kein Kabelbruch. Denn ich blende euch jetzt mal ein Foto ein. Während ich hier wieder zusammenpacke, könnt ihr euch gerne mal das Foto angucken. Nein, das Massekabel, was unten rechts da unten abgeknipst ist, das habe ich abgeknipst. Weil als ich den Fehler gesehen habe, wieso der kaputt ist, beziehungsweise wieso überhaupt die Lichtmaschine in Fritten ist. So, da dachte ich mir, das kann es nicht sein. Und ja, ihr seht oben die eine Spule. Dort ist nämlich Folgendes. Man sollte einschalten. Denn bei der ist nämlich Folgendes, dass, wie man ja sehen kann, die Kupferleitungen auf der obersten Spule, ich mache euch mal einen Pfeil hin,
Ja, schön durch die Pferdeäpfel. Schön durch, genau, egal. Und daran lag das. Denn ja, die Spule war durch und dadurch wurde die Batterie nicht geladen. Ich habe die Lichtmaschine ausgebaut. Als ich den Fehler sah, musste ich das erste Mal komischerweise ganz leicht das Schmunzeln anfangen. Einige werden sich jetzt fragen, wieso? Weil ich mir dachte, Alter, wie kann das passieren? Weil es ist ja nur eine Spule genau am gelben Kabel durch. Und ich mir gedacht habe, ey, das kann es nicht sein. Ja. Ja, dann habe ich natürlich gleich die gebrauchte eingebaut. Nachdem ich alles zusammengebaut hatte, inklusive Auspuff, habe ich erstmal alles nochmal nachgeguckt vernünftig und habe dann natürlich mit dem Tester und einem, den sollte man haben, ein Multimeter gleich erst einmal geprüft. Natürlich erst einmal mit diesem Tester, den ich im Roller habe, wie es ausschaut. Und dann natürlich mit dem Multimeter, ob alles in Ordnung ist, ob die Batterie auch wirklich geladen wird. Und wie gesagt, ihr habt es gerade noch mal gesehen, war tipptopp in Ordnung, muss ich echt sagen. Ich hätte mit diesem Fehler, muss ich sagen, nicht gerechnet. Und ja, ich war erstaunt, wie so etwas passieren kann. Ich musste ja eine Zeit lang, wenn die Batterie leer war, sie ausbauen, habe sie bei mir oben an meinem Ladegerät gehangen. Nachdem sie voll war, habe ich sie wieder eingebaut. Das Spielchen ging ja zu oft und immer wieder. So. Dann hat man gemerkt, wenn man geblinkt hat und so, gab es da auch immer das Problem, dass dann die Batterie komplett leer war. Und das wäre nachts natürlich fatal, muss ich dazu sagen, wenn man da irgendwo entlang fahren möchte. Und ja, man kann nicht blinken, weil die Batterie leer ist. Und ja, das Problem ist nun behoben, es funktioniert. Und ihr dürft jetzt gerne mal eure Meinungen unten in den Kommentaren schreiben, was für Probleme ihr schon mal mit Lichtmaschine und Batterie hattet, ob ihr so einen Fall auch schon gehabt habt, ob die Spule weg war oder wie gesagt, schreibt es mir unten bitte in die Kommentare. Mich interessiert das sehr. Ja, mein Problem habt ihr jetzt gesehen, ist behoben. Ich kann euch auch nur dazu anraten, für den Piaggio TPH Baujahr 99 ist das ein Polradabzieher mit dem M26 Gewinde. Ich habe mir jetzt beim Polo Motorrad eingekauft, den werde ich euch unten verlinken. Ich bekomme kein Geld dafür. Aber wie gesagt, sowas sollte man doch haben, denn man spart doch dann irgendwann mal bares Geld, wenn man selber repariert. Muss ich ehrlich dazu sagen. Also man spart bares Geld, wenn man das selber macht. Und ja, mit dem kleinen, feinen, aber tollen Video, denke ich mal, hoffe ich, dass ich euch damit auch helfen kann. Wenn ihr ein Problem habt, holt euch so einen Tester. Ich werde den Tester auch nochmal unten drin verlinken. Und so könnt ihr eure Lichtmaschine erst einmal testen
Und bei Fragen dürft ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir eure Meinung mal unten rein. Folgt mir auf Instagram und hier auf YouTube. Abonniert meinen Kanal und ja, in dem Sinne, haut rein. Euer Monster Mod Germany. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, liken, kommentieren. Folgt mir doch auf Twitter, Instagram und Facebook und seid beim nächsten Video dabei.